Stabilität 2. Bauen Sie 25 Meter zentral vor dem Tor mit vier Ringen ein kleines L auf. Davor wird ein Balance Pad auf den Boden gelegt. Danach wird parallel zum Tor eine Reihe aus vier Ringen erstellt. Rechts davon und in einem Abstand von 2 Metern zum Parcours wird noch ein Hütchen aufgestellt. Links und rechts neben dem Tor werden zwei Anspielstationen errichtet. Falls Sie keinen Torwart haben oder dieser mittrainieren soll, können Sie ein Zieltor im Großtor platzieren. Der erste Spieler führt zunächst 3 Einbeinsprünge mit dem rechten Fuß und einen seitlich mit dem linken Fuß durch. Danach landet er nach einer Drehung nach rechts mit dem linken Bein auf dem Balance Pad in einer leicht gebeugten Position. Mit dem gleichen Fuß springt der Spieler in den gelben Reifen und führt erneut einen Einbeinsprung rückwärts mit dem gleichen Fuß aus. Im Anschluss sprintet der Spieler mit 2 Kontakten vorwärts durch die Ringe. Nach schnellen Sidesteps zum blauen Hütchen bekommt der Spieler 2 Bälle nacheinander von den beiden Anspielern zugespielt und schließt beide mit einem Torschuss ab. Danach tauschen die Spieler ihre Positionen gegen den Uhrzeigersinn. Variante? Jetzt führen die Spieler nach dem letzten Einbeinsprung rückwärts schnelle Prellhopserläufe vorwärts aus und sprinten danach zum Hütchen. Dabei halten sie einen Medizinball mit 2 oder 3 Kilo gerade vor dem Oberkörper und stoßen diesen zum nächsten Spieler, wenn sie das Hütchen erreicht haben. Danach folgen wieder 2 Zuspiele wie zuvor.